Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Landwirtschaftssimulators 2019. Ja, ich bin hier in einer kleinen Farm. Wir werden versuchen, die Landwirtschaft ein bisschen zu fördern. Mit ein paar wunderschönen Geräten. Unserem wunderschönen Haus. Wir werden ein paar Felder abfarmen. Und ihr seht auch schon oben rechts in der Ecke, ich habe 1 Million Euro. Das liegt daran, Svenja Schulze, Umweltministerin Deutschland, hat mir von Angela Merkel höchstpersönlich, zu der ich auch persönlich Kontakt habe, ausgerichtet, dass ich doch die Landwirtschaft in Deutschland ein bisschen fördern soll. Und dafür habe ich gesagt, klar mache ich, aber dafür brauche ich 1 Million Euro. Die hat sie mir dann lockerflockig überwiesen. Und jetzt haben wir die. Sie hat mir auch gleich dazu ein paar Gerätschaften mitgeliefert. Ich lege jetzt mal Betonung auf ein paar, sind nicht viele, aber ist zu gebrauchen, ne? Mir fällt auf, dass ich überhaupt kein Schneidewerk für den Mähdrescher habe, also kann ich den überhaupt nicht benutzen. Denn wir können hier lockerflockig einkaufen. Ich habe einen Mähdrescher von New Holland, also gucke ich mal nach einem Schneidewerk von New Holland. Das hier sieht doch ganz gut aus, 12 Meter lang, 81 Stauden, kaufe ich mal. Aber ich würde erstmal sagen, wir beschränken uns erstmal auf Schafe. Die sollen nämlich am Anfang sehr gut sein. Habe ich persönlich noch nie ausprobiert. Ich kaufe mir einfach mal so eine Schafweide. Oh. Ich habe sehr viele Felder schon auch von der Svenja bekommen. Die hat mir die lockerflockig einfach mal geschenkt. Ach, guck mal, das ist doch ein perfekter Platz. Oder? Ich finde, das hier ist ein perfekter Platz. So, perfekt. Jetzt haben wir einen wundervollen Stall für Schafe. Aber natürlich haben wir noch keine Schafe. Dafür müssen wir erstmal zum Viehhändler. Wo ist der? Da ist er. Besuchen. Hallo? Hat jemand ein paar Tiere? Zum Streicheln? Wo kauft man sich Tiere? Ach hier. Teammenü öffnen. R. Oh, Schäfchen. Oh, die haben alle schöne Farben. 1, 2, 3. Au, sind die teuer. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, für 19.200 kaufen wir dann einfach mal die süßen Schäfchen. Und die müssen dann jetzt in unserem wundervollen Schafstall sein. Aber die brauchen natürlich auch was zu essen. Und dafür brauchen die Gras. Gras, hast du Gras? So, das Feld 3 hier. Da sind wir sogar schon. Hier, das gehört uns. Da haben wir ordentlich Gras drauf. Der sieht cool aus. Dann nehmen wir uns mal die ganzen Dinge. Oh Gott! Okay, gut, lenkt er sich jetzt aber wirklich nicht. Nehmen wir uns mal die ganzen Dinge, die wir brauchen, um Gras zu mähen. Frage ist, was sind diese Dinge? Ich habe noch nie Gras gemäht. Svenja hat mir einfach irgendwelche Sachen gegeben. Ich habe keine Ahnung, was diese Sachen sind. Ist das hier was zum Grasmähen? Ich hoffe. Und ist das hier was zum Grasmähen? Lely Hibiskus 100 1515 CD Profi. Okay. Okay, eins davon ein Schwader, das andere ist ein Mähwerk. Also hier vorne habe ich schon mal das Richtige. Ich habe nur keine Ahnung, was ein Schwader ist. Ich komme nicht raus. Hilfe! Ich komme hier nicht weg. So, könnten Sie aus dem Weg gehen? Oh Gott! Oh, ich scheint es nicht auszumachen. Dann fahren wir einfach mal zum Feld 3 und ernten das. Ganz alleine. Oh Gott! Scheiße! Ah, alles gut. Oh, verdammt. Das darf keiner jemals erfahren. So, wo beginnt denn hier das Feld? Mähwerk aufklappen. Alter Vater. Das hat aber ordentliche Reichweite. Also hoffe ich. Mähwerk senken. Ah. Warte, wir können doch einen Helfer einstellen. Der zeigt uns da mal, wie das geht. Der kennt sich ja in der Landwirtschaft wahrscheinlich aus. Ui. Alter Vater. Der Schwader klappt sich aus. Oh, Alter, sieht das schön aus. Ui, es dreht sich. Oh.
Er hat die Arbeit erfolgreich beendet. Genau! Er hat die Arbeit nicht beendet. Hier ist doch noch ein Feld. Ah. Und da wird das alles so in eine Bahn gelegt. Verstehe. Jo. Das ist doch mal super Material für eine Timelapse. Ja, Hilfe! Okay, Leute, ich würde sagen, das ist jetzt erstmal genug. Wir haben genug Gras hier hingelegt. Falls man das als Gras bezeichnen kann. Ich habe das Gefühl, ich werde Angela Merkel nicht enttäuschen. Oh Gott! Ah! Nichts passiert. Ich nehme mal die Brücke. Das merke ich ja jetzt erst. Merkel hat mir auch einen Pickup-Truck spendiert. Ich habe ein Problem. Ich kann nicht umdrehen. So. Fahren Sie da weg. Oh Gott! Hilfe! Sitz fest. Okay, okay, okay. Ich bin kein sehr guter Bauer. Ja, Svenja hat mir einfach nur gesagt, ich soll die Landwirtschaft weitertreiben. Hätten sie mir vielleicht auch erklären sollen, was Landwirtschaft überhaupt ist. Was will man denn mit solchen Feldern? Da kriegt man noch maximal ein paar hundert Euro. Oder? Oh. Ah, ich hasse es! Keine Sorge, ihr Schäfchen, ihr kriegt gleich was zu essen. Ihr müsst ja schön fett sein, wenn ich euch schlache. Okay, ich ja. Anschalten. Dann müsst ihr das doch einsammeln, oder? Ja, ihr sammelt es ein. Gut. Gas für alle. Ich glaube, ich sollte diesen Bauernhof Timelapse-Bauernhof nennen. So viele Timelapses, wie ich hier einbaue. Okay, dann bringen wir das Gras einmal mal zu den Schäfchen. Ich hoffe, das funktioniert alles so, wie es funktionieren soll. Okay. Kann ich aber hier abladen? Ja. Hier abladen. Och Gott, scheiße. So, alles wieder einsammeln. Oh, da steht's. Ich kann Gras abladen. Ja, sie haben was zu essen. Endlich. Das erste Mal in ihrem Leben. Jetzt komme ich hier nicht weg. Ich hasse es. So, dann fahre ich mal wieder zurück zum Shop. Oh mein Gott. Gehört dieses Feld mir? Oh nein, ist das mein Feld? Oh bitte nicht. Ist es mein Feld? Scheiße. Ich habe gerade meine eigenen Sachen kaputt gefahren. Zuckerrüben. Kartoffeln. Aber es lohnt sich auch gar nicht, diese Felder. Oh mein Gott, sind die viel wert. Was habe ich eigentlich für einen krassen Hof? Oh. So viel dazu. So, jetzt müssen wir aber ordentlich Wasser in dieses Ding reinfüllen. Meint ihr, wir schmieren wieder ab? Egal. Hui! Fahre nicht zu tief ins Wasser. Mobiler Wassertank auffüllen. Boah, er füllt sich auf. Geil, Alter. Ich habe Spuren im Wasser hinterlassen. Boah, der Wassertank ist voll. Komm. Ja. Komm hoch. Nein! Wassertank! Oh Gott, bitte! Oh, oh, oh! Fahre nicht so tief ins Wasser. Boah, ich dachte, ich könnte jetzt wie ein U-Boot drin sein. So. Hier müsste doch jetzt das Wasser hin, ne? I. Wasser. So. Da wird das Wasser reingeladen. Uiuiui. Oh, ich habe aber echt noch viel. Ich lasse das Ding einfach mal hier. Die Produktivität von denen liegt einfach bei 100%. Aber sie haben noch nichts
Also sie haben noch keine Wolle produziert. Das ist schade. Wenn sie Wolle produzieren, dann wird sie, soweit ich weiß, hier gelagert. So, ich glaube, da müssen wir uns mal... Wohl, haben wir dieses Schneidewerk schon? Ist das da schon? Ist das hier irgendwo? Warte, das kann ich ja ganz einfach nachgucken, ob wir das schon haben. Nö, habe ich nicht. Dann kaufe ich es mir mal kurz. Schneidewerke. 81.000. Das kaufe ich mir. Ein Lieferplatz blockiert. Da ist doch genug. Oh, okay. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Ding groß ist. Fahre ich mal mit dem Traktor ein paar dieser Dinge hier weg. So, komm, jetzt aber. Da steht nur noch eine Sache. Ist das Ding wirklich so breit? Oh, gut. Uiuiui, das Ding ist aber wirklich breit. By the way, wenn ihr Maps erstellen könnt, oder schon eine Map erstellt habt, oder Gott weiß was, würde mich freuen, wenn ihr mal eine Map erstellt oder mir die Map, die ihr erstellt habt, zeigt. Denn ich finde sowas sehr cool und ich kann sowas nicht. Apropos, ich fange im Moment schon mit dem Programmieren an. Und was zum Geier hat sich der Bauer dieser Map dabei gedacht? Wie soll ich dieses Schneidewerk dadurch bekommen? Da bekomme ich doch niemals dieses Ding durch. Gibt's hier noch einen anderen Ausgang? Bitte, muss doch. Geh weg, Traktor. Wie komme ich da überhaupt hoch? Und hier komme ich auch nicht durch. Genau. So, super, dann verkaufe ich das Ding halt. Wenn es nicht anders geht. So, 20.000 Verlust gemacht. Wieso denn auch bitte nicht? Wo ist er? Oh, jetzt ist es da oben. Wieso? Da stehen doch die Fahrzeuge. Okay, dann nehmen wir halt dieses Schneidewerk. Hallo? Schneidewerk? Ah. Und dann fahren wir mal hier durch. Sekunde, das andere Schneidewerk, glaube ich, auch durchgepasst. Egal, egal. So, dann ist was dann auch für die wahrscheinlich zweite Folge. Also ich glaube, ich habe irgendwie ein bisschen sehr lange aufgenommen. Ich nehme an, der Herr Cutter LP wird eingeschritten haben, wenn es dann doch zwei Folgen geworden sind. Ich habe keine Ahnung, ich habe keinen Timer. Ich esse jetzt ein paar Löffel Biscuits und ich hoffe, die Folgen haben euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich über eine Bewertung freuen. Ich glaube, die zweite Folge käme auch gar nicht online, wenn die Bewertungen nicht okay gewesen wären. Und ja, dann würde ich mich verabschieden. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, hoffentlich. Und ja, tschüss.